Wir coachen die Doro, die ganz am Anfang steht, die Immobilie zur Altersvorsorge kaufen möchte. Und es sind jetzt 2 Wochen vergangen und sie hat ein paar Hausaufgaben bekommen, musste ein bisschen Standorte analysieren, ihre Bonität klären und sich auf die Finanzierung vorbereiten. Und in der heutigen Folge dieser kleinen Miniserie geht es erstmal darum, was hat sie eigentlich die letzten 2 Wochen erlebt und wie weit ist sie gekommen. Ganz viel Spaß bei der Folge und ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen lernen, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Ja, wenn du keine weitere Folge mit der Doro verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. So, herzlich willkommen zurück zu Doros Coaching. Herzlich willkommen zurück, Doro. Es sind 2 Wochen vergangen mittlerweile, ungefähr, oder? Gute 2 Wochen, wo wir uns jetzt mal gesehen haben. Ja. Und wir wollen jetzt mal auswerten. Es gab ja ein bisschen einiges zu tun. Wir wollen über Finanzierung sprechen. Du hast Finanzierung ja jetzt besprochen mit Alex, mit unserem Finanzierungsberater und Profi. Wir wollen auch gleich über Standort sprechen. Und dann so als nächstes, glaube ich, sollten wir gucken, dass wir heute uns um Akquise kümmern. Also was kannst du dann tun bis zum nächsten Mal, um jetzt wirklich Immobilien zu finden? So. Ja, das wäre die Idee. So, du hast aber gesagt, ich habe dich gerade gefragt, wie du dich fühlst in deinen 2 Wochen. Du hast gesagt, du hast Angst zu verarmen, immer noch. Immer noch, ja. Warum? Naja, weil eben, ja, ich weiß schon, der Alex hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber es könnte natürlich sein, dass ein Wasserrohrbruch oder irgendwas kommt, 2 Wochen, nachdem man das Ding gekauft hat. Oder so, und wir haben schon eine interessante Finanzierung ausgearbeitet sozusagen. Da müsste ich jetzt quasi erstmal gar kein Bargeld mit einbringen. Mhm. Aber wahrscheinlich braucht man vielleicht doch ein bisschen Bargeld, je nachdem, ob man einen Makler braucht oder nicht. Mhm. Und und dann eben noch der Wasserrohrbruch und schwupps, bin ich arm. schwupps, bist du arm. In welchem Kontext hat er das gesagt? Also es ging um irgendwie noch Geld auf dem Konto behalten und wofür brauchst du das? Nee, das hat er nicht gesagt, das habe ich mir jetzt schon wieder überlegt. Du hast ja den Rohrbruch Außerdem braucht man immer Geld, man sollte immer 3 Monatsmieten, Gehälter haben, für den Fall, dass man spontan sich verändern möchte oder so. Oder auch fürs Auto. Ich meine, das Auto, weiß ich noch nicht, ob ich das behalte, weil das mich sowieso ruiniert bald mal, aber Autos sind sehr schwierig, es sind furchtbare Kostenfaktoren. Ja. Ich glaube auf jeden Fall eine gute Idee. Also, das Auto zu verkaufen? Nee, sich einen Puffer immer zu behalten. Also ist auch das, was wir immer empfehlen, dass wir halt sagen, so 10.000 Euro nach einem Immobilienkauf auf dem Konto wäre schon gut. Also, es ist ja, aber für die Immobilie quasi, ich brauche ja noch was für mich. Nee, das meine ich. 10.000 nach dem Immobilienkauf noch auf dem Konto haben. Ja, aber für die Immobilie, falls ein Wasserrohrbruch ist. Ja, du sagst, du brauchst eigentlich einen eigenen Puffer für dich als Person, als Doro. Für meine Psyche brauche ich auch noch einen Puffer. Zusätzlich zu 10.000 Euro, die eine Immobilie haben sollte. Das muss am Ende du entscheiden. Ich meine, jetzt kann man, ohne dass wir da Fachmänner oder Sachverständige sind, ja, kann man ja mal überlegen, was kann passieren. Also erstmal von der Kalkulation her geht man davon aus, dass man beispielsweise 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr Rücklage bildet. Mindestens einmal, das ist also für die Wohnung selbst, und dass man dann noch zusätzlich eine Rücklage bildet, im Rahmen der WEG. Ne? Lass uns das doch mal angucken kurz im Kalkulationstool, wie groß so ein Betrag aussieht, wie groß so ein Betrag wird bei irgendeiner Beispielwohnung, um zu gucken, wie groß diese Rücklage über die Zeit wird. Und du hast natürlich vollkommen recht, das ist wirklich das größte Risiko bei Immobilien, ist, dass du notverkaufen musst. Also es wäre ganz schlimm, wenn du eine Immobilie kaufst, dann passiert etwas, was du nicht bezahlen kannst und du wirst deshalb gezwungen zu verkaufen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja? Und jetzt ist die Frage, was kann passieren und wie teuer ist das und wann hast du ausreichend Rücklagen, um das vielleicht auch daraus bezahlen zu können? Also was wir hier haben, ist eine Wohnung, die 100.000 Euro kostet. Ach so, das ist Kalkulation. Ja. Genau, ja. Die 500 Euro Kaltmiete im Monat bringt, also 6.000 Euro im Jahr. Das heißt, das ist 6% Mietrendite. Jetzt können wir einmal kurz rübergehen. Das ist quasi eine Wohnung, die sich dann ungefähr von selbst abzahlt, wo also jeden Monat die Miete ausreicht, um die laufenden Kosten und die Rate an die Bank zu bezahlen. Und mit der Steuer bist du irgendwie ungefähr 0 auf 0. Das ist immer so. Das ist das, was wir genau. Wo klar war, das ist was man eigentlich haben will. Und was wir jetzt hier in dieser Kalkulation automatisch drin haben, ist ein Posten für Rücklagen. Und zwar besteht es quasi eigentlich aus 3 Teilen. Das eine ist
Mietausfall. Ne? Klar kann das sein, dass irgendwie deine Wohnung mal nicht vermietet ist und dass du einen Leerstand hast, entweder zwischen zwei Mietern oder dass ein Mieter drin ist, der einfach nicht sauber bezahlt und du so irgendwie mal einen Mietausfall hast, bevor der irgendwann die Wohnung verlässt. Da gibt es so einen Durchschnittswert und der ist ungefähr 3%. 3% der Miete, die du einfach zur Seite legst, jeden Monat. Am besten wirklich auf irgendwo ein eigenes Konto. Ne? Dann ist das quasi raus aus der ganzen, aus dem ganzen Geldfluss. Und das müsste dann langfristig ausreichen, um eben alle Ausfälle, die irgendwie kommen, zu bezahlen. Kann natürlich kurzfristig, kann das dann sein, dass gar nichts passiert oder es kann sein, dass du brauchst viel mehr. Ja. Also, warte mal, 3% von der 3% der Miete. Ja, okay. 3% der Miete fällt im Schnitt aus. Genau. Wenn und du eine Wohnung Seite. Hast, einen Mieter, der entwickelt sich zum Mietnomaden, kannst du auf gut Deutsch gerade scheißen auf die Statistik. Dann ist 100 oder 0. Gehabt, ja. Ja, dann fällt dir entweder der eine Mieter komplett aus oder du hast Glück und hast einen guten Mieter. Also es ist sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Jetzt, ne? Aber trotzdem solltest du kalkulatorisch die Rücklagen bilden. Also es kommen aber jeden Monat die Miete rein, du zahlst davon was an die Bank, aber du nimmst doch einen Teil davon und legst ihn wirklich auf ein Rücklagenkonto. Mhm. Ja? Und darüber sparst du denn an, dass du Mietausfall kompensieren kannst oder eben der zweite Punkt. Also jetzt mal rein rechnerisch, 3% heißt quasi alle 3 Jahre kannst du dir das leisten, dass eine komplette Miete ausfällt und die zahlst du dann von diesem Rücklagenkonto. Jetzt der zweite Punkt ist die Instandhaltung. Jetzt müssen ja zwei Sachen passieren. Einmal kann in dem Haus etwas passieren. Also es kann sein, dass irgendwann das Dach kaputt ist und repariert werden muss. Und genauso kann es sein, dass in deiner Wohnung etwas los ist und du musst in der Wohnung zum Beispiel das Badezimmer irgendwann mal erneuern, weil das in die Jahre gekommen ist. Oder musst irgendeine Reparatur machen in der Wohnung. Und dafür musst du ebenfalls Rücklagen bilden. Das eine macht die Hausverwaltung für dich. Es gibt das Haus, da sind zig Eigentümer drin, wenn du eine Wohnung kaufst. Und die Hausverwaltung sammelt jeden Monat Geld ein von den Eigentümern und nimmt einen Teil dieses Geldes, das ist die sogenannte WEG-Rücklage, also Wohnungseigentümergemeinschaftsrücklage, nimmt dieses Geld, legt das zur Seite und davon bezahlt die Hausverwaltung die Instandhaltung des Hauses. Alle Eigentümer zahlen ein, muss irgendwann das Dach erneuert werden, geht die Hausverwaltung hin, nimmt das Geld aus dieser Rücklage und damit bezahlt sie das. Idealerweise ist halt bis dahin genug angespart. Wenn nicht, dann müssen die Eigentümer nachschießen, aber es ist quasi das Ziel, ist vorzusorgen. Und das Zweite, da musst du dich selber drum kümmern, ist, dass du selber Geld zur Seite legen musst für deine Wohnung. Das ist genau dieser Wert, den der Marco gerade gesagt hat. 10 Euro pro Quadratmeter deiner eigenen Wohnung pro Jahr ist ein typischer Wert, den du da zur Seite legen wirst. Und wenn du jetzt diese ganzen Zahlen zusammennimmst, einmal hier in der Kalkulation schaust, ein typischer Wert von Seite der Hausverwaltung wäre jetzt 30 Euro im Monat bei einer Wohnung dieser Größenordnung. Die 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr, das sind hier 50 Quadratmeter in dem Beispiel, das wären quasi 50 Euro im Monat. Der Mietausfall sind 15, das heißt, dass du jetzt in Summe diese drei hier zusammen, das sind 95 Euro, 95 Euro jeden Monat zur Seite legst von deiner Miete von 500 Euro für Dinge, die eben passieren können. Mhm. Genau mit dem Anspruch, dass dich dann eben nichts mehr überrascht, wenn irgendetwas in dem Haus oder der Wohnung passiert. Nachvollziehbar? Ja, und wann bin ich dann safe ungefähr? So nach wie viel? Nach 3 hast du gesagt, oder was? Das kommt, kannst du nicht sagen. Safe bist du nie. Safe bist du nie. Okay. Also, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst und du hast noch keine eigene Rücklage und nach einem halben Jahr passiert irgendwas in der Wohnung und du musst, keine Ahnung, du hast wirklich direkt in der Wohnung einen riesen Schaden am Badezimmer. Du musst das Badezimmer erneuern, weil du einen Mieterwechsel hast und du hast das aber irgendwie damals nicht richtig berücksichtigt und jetzt für die Neuvermietung merkst du, du musst das Badezimmer irgendwie erneuern, dann hast du logischerweise in diesen paar Monaten keine große Rücklage gebildet, indem du jeden Monat 50 Euro zur Seite legst. Ja. Mhm. Wenn du schon sehr, sehr lange die Wohnung hast, dann baust du dir nach und nach halt irgendwann die Rücklage auf, mit der du diese Dinge abfangen kannst. Deshalb ist gerade am Anfang wichtig, dass du nach dem Kauf einen Puffer behältst, diese 10.000 Euro, von der wir schon geredet haben, weil da hast du noch keine Rücklagen für die Wohnung aufgebaut. Und je länger du sie hast, desto eher reichen deine Rücklagen, um solche Dinge eben zu bezahlen. Mhm. Tja, lass uns mal einen Betrag nehmen. Du hast gerade die Beträge gesagt. Schau mal, es entstehen 3 Rücklagen, habe ich gerade hingeschrieben. Also aus der Miete, das sind laufende Rücklagen, die entstehen, weil der Punkt ist einfach, glaube ich, wichtig, dass du den... Dass das klar ist, also es ist aus der Miete raus, fließt quasi ja das Hausgeld. Ja. Also das ist für die Hausverwaltung, die WEG-Rücklage. Das ist für die Hausverwaltung, da ist mehr drin, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ein Teil des Hausgeldes fließt sozusagen automatisch in eine Rücklage fürs Haus. Und jetzt lass uns mal kurz hinschreiben, Stefan, für einen Monat,
was entsteht an oder für ein lass, Jahr? Genau, lass mal, lass die Monatsnummer machen, das ist so greifbar. Und wir haben hier eine Wohnung mit 500 Euro Miete. Schreib mal die 500 Kaltmiete dran. Ja, 500 Euro Kaltmiete. Also jetzt könnte das Hausgeld in der Größenordnung 60 Euro liegen. Das Hausgeld in Summe. Ja. Das Hausgeld in Summe ist extrem wenig, ne? Ja, für die Größenordnung. Ich habe jetzt mal die WEG-Rücklage noch angepasst. Davon 35 Euro für die Rücklage. Okay. Oder lass uns sagen 30. Dann haben wir noch 20 bis 25 Euro für die Verwaltung. Und dann haben wir noch ein paar Euro, die nicht umlagefähig sind. Aber mehr kommt ja auch nicht, ne? Okay, dann ist Hausgeld 60, WEG-Rücklage 30. Ja. Hausgeld ist eigentlich mehr, aber ein Teil davon geht. Das nicht umlagefähige Hausgeld. Also schreiben wir das mal hin. Das hin, ja. Richtig. Komm, dann machen wir es gleich richtig. Nicht umlagefähiges Hausgeld. Umlagefähiges Hausgeld ist dir klar? Nein. Okay, du bezahlst. Es gibt quasi eine Dreierbeziehung zwischen... Entschuldigung. Dem Mieter... Doro und dann der Verwaltung bzw. der WEG. Ja? Und es ist so, dass die WEG, also das Haus, was verwaltet wird, produziert ja Kosten. Ja? Und das Haus sozusagen in Summe, die Hausverwaltung, kommt erstmal auf dich zu und sagt, Doro, ich will, dass du das bezahlst. Ich möchte von dir beispielsweise jedes Quartal oder jeden Monat das sogenannte Hausgeld haben. Ja, das heißt, du bezahlst hier jeden Monat mein Hausgeld. Wie hoch könnte das sein hier in dem Beispiel? Das hängt ein bisschen von Heizung und sagen so wir, keine Ahnung, machen wir 100, mal das Doppelte, sagen wir 120. 120 Euro. 120 Euro. Also, du bezahlst, kannst du dir genau anschauen, ne? Pro Wohnung, da gibt es Abrechnungen, wo du genau siehst, was hier an Geld fließt, jedes Quartal. Also ich glaube, in der Praxis ist sogar noch ein ganzes Stück höher mit Heizkosten und so. Aber ist mal egal, genau. Also der entscheidende Punkt ist, du musst das Hausgeld an die WEG bezahlen. Also es fließt von dir weg. Machen wir mal hier den grünen hin. Das fließt quasi in die Richtung. Aber es gibt einen Teil dieser Kosten, die darfst du auf den Mieter umlegen. Die muss nämlich in Wirklichkeit der Mieter bezahlen. Ach so. Beispielsweise muss er ja seine Heizung selbst bezahlen. So, und das heißt... Das kennst du auch als Mieterin, ne? Das, was du als Nebenkosten zahlst. Genau, das heißt aber du, wenn du dich nicht entlastest in Richtung Mieter, bleibt das alles bei dir hängen. Das zahlst du erstmal. Und du musst dann am Jahresende zum Mieter gehen, machst eine Nebenkostenabrechnung und sagst dem Mieter so, ich hätte gerne Geld. Und jetzt nehmen wir dem Beispiel eben mal an, 60 Euro. Das heißt, ein Teil kriegst du von dem Mieter wieder, was du hier bezahlt hast. Was bleibt warum, ja, genau. Und warum ist nur ein Teil? Ja, du bleibst auf Kosten sitzen, weil der Gesetzgeber quasi sagt, es ist definiert, was sind sogenannte umlagefähige Kosten, wo der Gesetzgeber es dir erlaubt, es auf den Mieter weiterzugeben. Was beispielsweise nicht erlaubt ist, umzulegen auf den Mieter, ist die Rücklage für Instandhaltung. Weil das ist ja sozusagen dein Investitionsobjekt. Jetzt, ich sage irgendwas, weiß nicht, ob der Gesetzgeber das wirklich gedacht hat, aber ich stelle mir das so vor. Der Gesetzgeber sagt, naja, es ist deine Investition. Du stellst dem Mieter das zur Verfügung, der zahlt dafür Miete. Du musst dich darum kümmern, dass dieses Ding instand gehalten wird und für den Mieter zur Nutzung zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du eine Rücklage bildest, um es instand zu halten, das ist dein Problem. Weil du vermietest dem Mieter ja eine Wohnung in einem benutzungsfähigen Zustand und du hast sie als Vermieter in diesem Zustand zu halten und dafür bekommst du deine Miete. Dass du jetzt Geld aufwendest, um sie in dem Zustand zu halten, darfst du den Mieter nicht oben drauf schlagen. Das ist quasi der Logik dahinter. Ja. Genau. Okay. Und der zweite große Posten, den du nicht umlagen darfst, und das macht es auch schon fast komplett, ist die Hausverwaltung an sich. Also dass du jemanden dafür bezahlst, dir Arbeit abzunehmen und dieses ganze Thema zu organisieren, das darfst du auch nicht auf den Mieter umlegen. Okay. Genau. So, was also passiert ist, hier entsteht ja dir sozusagen ein Fehlbetrag von 60 Euro. Also hier machst du minus 60. Ja, ist klar. Und das ist jetzt exakt der Betrag, den wir hier oben verwendet haben.
als sogenanntes nicht umlagefähiges Hausgeld. Das heißt, in deiner Kalkulation interessiert dich eigentlich immer jeden Monat, wie viel nicht umlagefähiges Hausgeld, auf wie viel davon bleibst du sitzen. Mhm. Und jetzt ist der interessante Teil, der kommt zurück auf deine Frage, ja, was passiert denn und wie viel Rücklage und was passiert, wenn da was Schlimmes am Haus passiert, in Stand gehalten werden muss. Ein Teil von dem nicht umlagefähigen Hausgeld wandert in einen großen Topf namens WEG-Rücklage. Ja, also das ist wirklich ein großer Topf. Ich male den mal als Topf hier hin. Da rein wandert von dir, aber auch von vielen anderen Eigentümern, unter Umständen viele andere Eigentümer, die in dem Haus andere Wohnungen haben, die zahlen ja auch ihre Hausgeld an die Hausverwaltung, wandert quasi in diesen WEG-Rücklagetopf. Mhm. Ja. So, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, eine Eigentumswohnung in einem Haus mit 100 Parteien und das Haus ist schlecht instand gehalten, du siehst schon, da ist also seit 30 Jahren nichts angefasst worden, und der Topf ist leer, dann müssen alle Alarmglocken angehen. Das kannst du im Prinzip eigentlich auf gar keinen Fall kaufen, oder du kannst damit planen, dass gleich riesige Sonderumlagen auf dich zukommen, weil du bist genau in dem, wo du gerade sagst, naja, was passiert denn, wenn direkt irgendwie was Großes ansteht. Mhm. So, das Schöne aber ist, es wird so dramatisch in aller Regel nicht vorkommen, ja, sondern das Coole ist, du wirst hier einen Betrag sehen und den, wie groß dieser Topf ist, der ist sehr relevant für dich. Und dann musst du eben einfach gucken, okay, wie viel ist das denn umgerechnet auf meine eigene Wohnung? Also wie viel in dem Topf, wenn da 100 Parteien sind, musst du den Topf durch 100 teilen. Mhm. Ja, und dann weißt du, wenn du jetzt diese Immobilie kaufst, wie viel Anteil der WEG-Rücklage kaufst du dir quasi mit ein. Okay. So, wenn du jetzt weißt, okay, es gibt 7 Gewerke, ja, am Haus, du kannst mal grob die Hausverwaltung fragen, kannst mal sagen, so, wie ist eigentlich Dach, Heizung, Fassade, Fenster und so weiter. Wann wurden die das letzte Mal gemacht? Ja. Dann kriegst du darauf Antworten. Du kannst sogar in den Protokollen vorm Kauf nachlesen, also in den Protokollen der Versammlung, die es gab, über was wird schon diskutiert, was wollen die möglicherweise sanieren. Und dann ist die für dich entscheidende Frage, dass aus diesem ganzen Konstrukt hier kein Zustand entsteht, an dem es eine Sonderumlage gibt, weil der Topf quasi leer gefahren wird und irgendwas notrepariert werden muss oder schnell repariert werden muss, was du dann separat bezahlen musst. Mhm. Solange der Topf ausreicht, fließt ja immer das Geld da rein und du hast es in deiner Kalkulation eh schon drin gehabt. Ja, okay. Das ist quasi so, die Hausverwaltung, die muss am Ende das Haus instand halten. Das wird sie tun. Und wenn das Geld in dem Topf leer ist, dann nimmt die nicht irgendwo einen Kredit auf oder sowas, sondern dann greift die durch auf die Eigentümer. Also du wirst im Prinzip dann irgendwann in Kenntnis gesetzt, also es muss zwar noch beschlossen werden, dass es eine Sonderumlage geben muss, aber in aller Regel wird dann irgendwann zum Schutze des Hauses genau das beschlossen, auch wenn du persönlich jetzt gerade sagst, ich habe das Geld nicht, ich möchte das jetzt gerade nicht investieren und wir es dann dieses Geld nachschießen müssen. Mhm. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, Immocation steht für Immobilien und Education, wir sind ein Ausbildungsunternehmen und wenn du mal ein Coaching bei uns machen möchtest, dann komm vorbei auf immocation.de. Genau, da findest du eine Rubrik namens Coaching und dort alle unsere aktuellen Angebote. Wir freuen uns auf dich. Also du merkst, was wir gerade machen, weil ich finde, deine Sorge und Angst ist genau richtig an der Stelle. Was passiert wann in Sachen Instandhaltung? Okay, und bei dem Beispiel, wie hoch sollte da jetzt die Rücklage sein? Also wie viel muss da jetzt in dem Topf drin sein, damit es gut ist? Kommt drauf an, was du kaufst. Ja, also, wie viele Parteien da sind, darauf kommt es wahrscheinlich auch an. Es kommt insbesondere kommt es darauf an, in welchem Zustand das Haus ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, aus irgendeinem Grund findest du ein Schnäppchen in einem Neubau. Das ist gerade fertiggestellt, es hat keine Baumängel, das ist einfach in Ordnung. Da wird die nächsten Jahre nicht groß Geld investiert werden müssen. Was auch, es ist ja das Dach neu, es ist die Heizung neu, es ist die Fassade neu, sind die Fenster neu und so weiter. In dem Fall wäre es jetzt völlig legitim, dass es so gut wie gar keine Rücklage im Moment gibt und dass die einfach über die nächsten 10, 15 Jahre aufgebaut wird. Kaufst du in der gleichen Lage ein Haus zum gleichen Preis, warum auch immer du das tun solltest, und du siehst aber schon oder merkst im Gespräch, also das Dach ist eigentlich total alt und muss gemacht werden, die Fassade muss gemacht werden, die Fenster müssen gemacht werden, dann muss entweder sehr, sehr viel Geld jetzt schon in der Rücklage vorhanden sein oder du musst das eigentlich bei deinem Kauf direkt gedanklich mit aufschlagen. Ich brauche eigentlich nächstes Jahr nochmal x-tausend Euro, weil die müssen das ja alles machen. Und das wird passieren. Ja. Mhm. Also immer, die Frage hängt total davon ab, in welchem Zustand kaufst du. Und deshalb ist es eben so wichtig, du musst niemals selber ein Bausachverständiger werden oder das abschließend beurteilen können. Aber du musst halt lernen, die richtigen Fragen zu stellen, um zu verstehen,
welche großen, wirklich teuren Dinge müssen möglicherweise in den nächsten paar Jahren gemacht werden. Ja. Mhm. Pardon, zwei Sachen, die's, glaube ich, wirklich, wirklich leichter machen, das Ganze. Also A, wir helfen dir bei den ersten Immobilien, wenn du sie da hast, zu beurteilen, wie das ist. Weil das ist sehr, sehr schwer zu pauschalieren und sagen, so und so viel Rücklage solltest du, das hängt stark davon ab. Was du dir dauerhaft angewöhnen solltest, der Profi, der dafür verantwortlich ist, heißt Hausverwaltung. Ob dieser Profi gut arbeitet in der Immobilie, die du kaufen willst, das ist die entscheidende Frage. Ruf dort an bei der Hausverwaltung, versuche mit denen zu sprechen, versuche, wenn du in der Ankaufsprüfung bist, also die Erlaubnis zu bekommen, mit denen zu sprechen und frage sie, was ist euer Plan für dieses Haus? Egal, ob das sind 4 Parteien oder 100 Parteien, also ich möchte gern eine Eigentumswohnung in diesem Haus kaufen. Was ist euer Plan? Was wurde die letzten Jahre gemacht? Was steht bald an? Dann werden die Gewerke sagen. Dann ist die nächste Frage, reichen die Rücklagen dafür oder plant ihr irgendwelche Sonderumlagen? Mhm. Wir kommen dazu dann noch, wenn wir zusammen Objekte prüfen, wie das genau abläuft, das Vorgehen. Aber einfach der Hausverwaltung, die müssen das können, nicht du musst es können. Du musst nur rausfinden, ob sie es gut machen. Mhm. Ja? Ja. Okay, so, jetzt lassen wir das einmal aufaddieren. Was kam hier raus? Eigene Rücklage noch? Genau, also wir haben gesagt, das Hausgeld war 60, davon 30 WEG-Rücklage. Dann gibt es eine eigene für Mietausfall. Das waren in unserem Beispiel 15. Ja. 17? 17. Okay, 17. Ah ja, okay, weil wir es auf die Warmmiete beziehen. Ich habe mich gerade gewundert. Okay. Und dann haben wir die eigene Instandhaltungsrücklage 50 Euro. 50 Euro. So, das heißt, das sind zusammen 80, 97 Euro. 97 Euro. Also, 97 Euro, wenn du jetzt so eine Immobilie kaufst, die kalkulierst du, du nimmst Miete ein, du zahlst davon Bankkredit, aber du bildest diese Rücklagen. Mhm. Das heißt, für dich, für Doros Wohnung und für allen Anteil, den du an Reparaturen am Haus mittragen musst, werden jeden Monat 97 Euro geparkt. Also ganz grob 1200 Euro im Jahr. Mhm. Das ist nicht so viel Geld. Ne? 1200 Euro im Jahr als Rücklage. Das heißt, wenn du jetzt Bad daraus theoretisch bezahlen wollen würdest, was bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro kostet, wenn es komplett neu ist, musst du 5 Jahre auf ein neues Bad sparen für dein Objekt. Ja. Wenn in dem Haus... Aber was ja so nicht mal mehr stimmt, weil er ja auch Mietausfallrücklage jetzt mit drin war, die wir jetzt gerade fürs Bad ausgeben und die fürs Haus. Genau. Ne? Also du hast vollkommen recht mit deinem grundsätzlichen Gefühl zu sagen, Moment, ich darf da nicht in die Situation kommen, dass ich da bankrott gehe. Ja? Weil es kann tatsächlich einfach, die Rücklagen bauen sich nicht so schnell auf. Nach Jahr 1 hast du 1200 Euro, nach Jahr 2 hast du 2400 Euro. Ja? Das heißt, es ist schon gut, Bargeld zu haben. Im Großen und Ganzen, das sind statistische Mittel, ist es je nach Baujahr und so weiter natürlich davon abhängig. Aber wenn du jetzt, wenn die WEG-Rücklage sich einigermaßen an einer gesunden Größe orientiert, was du nicht unbedingt beeinflussen kannst, ja, und deine eigenen Rücklagen auch eine gesunde Größe sind, was hier zumindest mal statistische Mittelwerte sind, dann wirst du wahrscheinlich über die Jahre hinkommen. Aber natürlich, das ist ja einfach mathematisch so, wenn du nur eine Immobilie hast, trotzdem mit einem Klumpenrisiko. Ja, stell dir vor, du machst das Ganze mit 100 Immobilien, dann ist natürlich überhaupt nicht so dramatisch, weil dann ist statistisch einfach viel besser für dich, weil dann vielleicht eine Immobilie ausfällt, die Miete oder eine teure Instandhaltung kommt, aber die anderen Immobilien das abfedern. Mhm. Ja, und das ist also schon genau richtig, dein Gefühl, und du musst darauf achten, und der Schlüssel dazu ist eine ordentliche Ankaufsprüfung, dass du dir nicht etwas kaufst, was in Jahr 1 hohe Kosten verursacht, und selbst wenn du es tust, musst du es durchhalten. Dann musst du es bezahlen, und das wird sich sehr wahrscheinlich über die Zeit rauswachsen, aber es kann dich treffen, und dann musst du auch bereit sein, es zu bezahlen. Ja, und dann musst du auch deine 10.000 Euro angreifen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn du eine gute Ankaufsprüfung machst, aber es kann passieren. Jetzt lass uns eine Kurve, die vielleicht ein bisschen Entwarnung reinbringt, mit reinbringen. In aller Regel, dass solche Dinge passieren, die kündigen sich an. Also ein Dach
ist nicht von einem Jahr auf das andere auf einmal von guter Zustand zu, es muss jetzt unbedingt gemacht werden. Absolut. Genau das Gleiche gilt für Fenster und sowas. Also typischerweise wird da auch über Jahre hinweg bei diesen teuren Sachen dann diskutiert. Du siehst das, dass das in den Protokollen steht und so. Die Dinge, die über Nacht passieren, also ein Sturm kommt und zerstört das Dach, solche Sachen sind in aller Regel versichert über die Gebäudeversicherung und ähnliche Dinge. Das heißt, was normalerweise nicht passieren wird, ist, dass von einem Tag auf den anderen ein Schaden entsteht, der dich persönlich 10.000 Euro kostet und du bist pleite, wie du das vorhin gesagt hast. Es ist wirklich dieses genau Hinschauen beim Kauf, in welchem Zustand ist das Haus. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Sorge vor, ich bin ruiniert, wenn diesem Haus etwas zustößt, ist in aller Regel versichert. Und das zentral von der Hausverwaltung für das ganze Haus, ohne dass du da auch jetzt einen eigenen Vertrag irgendwo prüfen oder abschließen oder sowas musst. Okay. Das ist eine Grundregel von dem Coach, mit dem wir auch gleich sprechen, der das auch immer sagt. Alles, was einen finanziell richtig hart treffen würde und spontan kommt, ist in aller Regel versichert. Alles, was einen finanziell treffen würde und nicht spontan kommt, das musst du managen. Gut. Ja. Ist vielleicht noch ein Beispiel. Eine Immobilie, wo wir selbst zwei Wohnungen drin haben. Auch da ist offensichtlich das Dach zu sanieren im Moment. Also das ist einfach sehr, sehr alt. Das muss man angehen. Und das wird aber eben verträglich gemacht. Man hat sich jetzt erstmal für eine neue Heizung entschieden. Und man spart jetzt wieder ein paar Jahre, bis der Topf groß genug ist. Die Hausverwaltung hat dafür gesorgt, dass das Hausgeld etwas erhöht wird, dass alle etwas mehr in diesen Topf einzahlen. Und dass man dann über die Zeit sich irgendwann gemeinsam ein neues Dach leisten kann. Mhm. Ja, würde ein Sturm kommen und das komplette Dach jetzt abdecken, dann wäre es versichert. Okay, ja gut. Super, dann sind wir am Ende mit der Zeit für diese Folge. Und jetzt schauen wir in der nächsten Folge in deine Finanzierung rein. Das war's mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht es noch weiter darum, wie Doro am besten finanzieren sollte. Ja, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.